Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir spielen Portal 1. Wunderbar. Dann weiß ich auch nicht weiter. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Was soll ich zu meiner eigenen Sicherheit? Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Alles klar. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus Oh Mann! Sehr schön. Ich werde das Projekt übrigens wieder in sehr hoher Qualität hochladen. Also, um das perfekte Zuschauererlebnis zu bekommen, stellt auf die höchste Internetqualität, die euer Netz zulässt. Ich weiß, manche von euch können nicht höher als 480p oder so gucken oder 360. Aber holt so viel wie möglich aus eurer Internetleitung raus, um dieses Projekt in einer optimalen grafischen Qualität genießen zu können. Eine Empfehlung meinerseits. Aber sie hat nicht mit meinen 3000 IQ gerechnet. Protokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Hat sie uns gerade gesagt, dass wir nach den Tests umgebracht werden? Was wollt ihr gegen mich tun? Die Tür öffnen. What? Es gibt zwei. Ich drücke mal das noch häufiger. Da drüben ist der andere Button. Zack. Ich wurde pulverisiert. Oh, er hat ein Herzchen. Das ist unser Best Friend, Leute, der Kubus. Der gerichtete Begleiter Kubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Würde ich immer machen. Ein paar Sekunden später. Es tut mir so leid, Bro. Es tut mir so leid. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Sag bye-bye, du Sohn. So. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Wie sie lügt. Photosynthese! Photosynthese! Was auch immer Aperture Science für Abwässer generiert. Ich verzichte auf Kontakt damit. Sag mir, sind wir schon im Finale? Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Nö. Müssen wir noch irgendwas tun? Oh, jetzt werden wir nach oben gesaugt. You, finally awake. Und da ist unser Kuchen. The cake is not a lie. Es gibt ihn wirklich. Und was mit dem abgeht und vor allem was mit uns am Ende abging, das erfahren wir im Portal 2. Und damit, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Together Portal 2. Ihr Überschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9. Jo! Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Oh, aber wie gesagt, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Du weißt sowieso nicht. Sei einfach ruhig. Gefühlt scheint die Welt den Bach runtergegangen zu sein. Also irgendwie scheint die Welt den Bach runtergegangen zu sein. Wir werden irgendwie sogar als religiöse Gottheit angebetet, weil wir GLaDOS gestürzt haben. Crazy. Wild. Das ist doch mal chillige Musik. Creeper. Das ist doch mal chillige Musik. Das war's mit der Musik. Wir haben eine Einführung bekommen. Die Welt scheint in irgendeiner Weise den Bach runtergegangen zu sein. Wir haben im letzten Mal angefangen, gemeinsam mit unserem Kumpel Hydos hier, durch die alten, zerrümpelten Kammern von Aperture Science zu gehen.
irgendwie, die Welt scheint vor die Hunde gegangen zu sein. Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Es ist irgendwie ein halber Wheatley-Monolog gefühlt. Ich meine, ich transportiere noch die ganze Zeit mit. Ich glaube, du magst mich nicht mehr. Nein, hör auf, neidisch zu sein. Bin ich aber. Er hat jetzt Vorrang. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Gute Reise, mein Sohn. It's been a long day without you, my friend. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich hier tue. Zack, den umwerfen. Oh. Ich wurde durchlöchert. Der landet dann sogar hier auf unserer Brücke. What? Ist, wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen können. Hey, nicht einmal. Ich kann nicht laufen. Werden hier Leute in den Müll gefeuert? Antwort. Der ist korrekt. Vorlage. Antwort. Der ist auch korrekt. Und ich glaube, immer wenn einer kommt, der kaputt ist, genau wie der. Yo, look at this fucking bullshit. What the fuck? Do a flip! Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Fertig, gehackt. Das sollte genügen. Okay. Wenn wir wissen, dass das eine Salzmine ist, ist das irgendwie deutlich cooler. einfach nur, weil wir wissen, wo wir sind. Fast so salzig wie du, Kübi. Nein. Obviously the environment down here is all salt. The ceiling is salt, the floor is salt, the walls are salt. And to an extent, the air is salt. Ja, mein Paradoxonplan geht nicht auf. Ich merk's. Fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Oh mein Gott, Gladys ist einfach ohne Witz Battle Rapper. I gotta slow down, I'm getting too stupid. Aha, just kidding, that's you. I've learned the ancient. Ich liebe Gladys Sprüche. Diese Sprüche machen das Spiel so viel besser. Ja, darfst du. Der Mond? Muss ich auf den Mond schießen? Das überlebe ich doch nicht, oder? More importantly, how did Chell manage to survive her 28-second visit to the moon before GLaDOS rescued her? Shouldn't her lungs have collapsed in the vacuum of space, or shouldn't they have, like, burst like a balloon? I'm really not sure what should have happened in the scene. This iconic gaming moment actually holds up better than you would think. But hey, that's just a theory. A game theory! Ich krieg das noch hin! Ich hab's schon repariert. Und du kommst nicht zurück. Rettet mich GLaDOS? Hat sie mich? GLaDOS rettet uns. Wir sind frei. Und das war's. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly.